Hallo, ich bin Carsten in Haltern. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich heute gerne wieder ein Stück begleiten. Ich beginne das Video heute mal hier vor der St. Anna Kapelle. Gestartet bin ich am Bahnhof in Haltern, aber da das erste Stück ja mehr oder weniger nur durch die Stadt geht, habe ich dann natürlich noch nicht gefilmt. Also ich bin heute mal wieder auf dem Hohe Marksteig unterwegs. Das ist jetzt die fünfte Etappe für mich. Also diesmal geht es dann, wie gesagt, vom Bahnhof Haltern zum Granatberg. Da gibt es ja auch diesen Tierpark Granat. Da gibt es ja von mir auch schon ein Video zu. Ja, und ich würde sagen, mir wird hier kalt vom Stehen. Ich laufe mal langsam los. Und wenn ihr Lust habt, dann kommt ihr mit. Ach, und falls ihr noch nicht wisst, wer die heilige Anna ist, die heilige Anna ist die Mutter Marias. Nur mal so viel dazu. Ja, und jedes Jahr findet hier am Annaberg auch eine große Wallfahrt statt. Und zwar ist es so, wenn ich richtig informiert bin, dass die heilige Anna in Oberschlesien wohl ziemlich stark verehrt wird, und dementsprechend ist dann halt jedes Jahr, wenn hier die Wallfahrt stattfindet, wenn man so will, der Annaberg voll mit Wallfahrern. Und ich war zu dem Zeitpunkt noch nie hier, beziehungsweise bin dann höchstens mal unten am Fuße des Annabergs vorbeigefahren. Aber dann soll hier immer ganz schön was los sein. Ja, ich bin auch oft als Kind und Jugendlicher hier gewesen. Sonntags finden hier auch gerne mal Gottesdienste im Freien statt. Also quasi hinter der St. Annenkapelle ist, wenn man so will, ein Gottesdienstplatz eingerichtet. Ist immer ganz nett. Und auch so, ich glaube, mit der Schule waren wir mal hier. Und damals in der Kommunionvorbereitung war hier, glaube ich, dann auch mal so ein Treffen mit den Eltern zusammen. Haben wir, ich glaube, da unten sogar Fußball gespielt, wenn ich mich jetzt recht entsinne. Hier am Granatberg ist auch so einiges los. Also ich habe da vorne gesehen, hier gibt es auch noch ein Fortbildungszentrum von den St. Georgs Pfadfindern. Und also hier auf dem Annaberg ist auch noch ein Familienferienheim, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, wo man als Familie Urlaub machen kann. Ja, so eine Mischung aus Hotel und Ferien, so eine Mischung aus Hotel und Schullandheim, aber halt für Familien so, wenn ich das so richtig verstanden habe. Da wird dann auch einiges an Programm angeboten. Naja, also hier ist schon immer ganz schön was los. Ja, ich denke mal, ihr hört's, es wird jetzt langsam lauter. Und zwar
kommen wir jetzt irgendwie Richtung A43. Die müssen wir dann jetzt irgendwo entweder über oder unterqueren. Ich weiß gar nicht so genau. Hab mir den Track gar nicht so genau angeschaut. Na, gucken wir mal. Aha. Ja, hier mitten im Wald kommt dann jetzt eine Brücke. Habe ich euch schon mal gesagt, dass ich kaputtgefahrene, matschige Wanderwege hasse, dass das ist, was mich am meisten im Wald stört. Ja, und jetzt kommen wir hier zur B58, die dann jetzt erstmal gequert werden will. Ja, und nach der erfolgreichen Querung der B58, wir sind jetzt hier quasi im Eck zwischen der B58 und der A43. Und entsprechend laut ist es hier und dreckig auch, so wie ich sehe. Na gut, aber jetzt geht es dann gleich wirklich, denke ich mal, ins etwas ruhigere Gefilde, wenn wir uns so Richtung Regen begeben. Ja, irgendwie ist es heute den ganzen Tag total neblig. Bin ja mal gespannt, ob das heute so bleibt oder ob es da noch mal aufklart. Also gestern war es, glaube ich, auch den ganzen Tag recht diesig. Ja, jetzt ist auch noch leicht angefangen zu regnen. Mal schauen, ob es gleich wieder aufhört oder ob es noch mal stärker wird. Ich habe wieder einen Schirm dabei. Notfalls spanne ich den dann gleich wieder auf. Ja, dann kommt man irgendwann aus dem Wald an so eine kleine Schutzhütte. Ist ungefähr jetzt auch die Hälfte der Strecke von meinem Hinweg, also ungefähr ein Viertel, würde ich jetzt sagen. Ja, normalerweise hätte man hier sicherlich auch einen schönen Blick. Aber bei dem Nebel heute keine Chance. Wow, ich habe gar nicht gewusst, dass es hier auch noch mal ein Heidegebiet gibt. Also das hier ist die Holtwicker Wacholderheide. Wusste ich noch gar nicht. Ja, da hinten am Schild steht, dass die Holtwicker Heide hier durch jahrzehntelangen Raubbau am hiesigen Wald entstanden ist. Und somit konnte sich dann hier das Heidegebiet etablieren. Auch wenn es sich hier nicht um eine natürliche Heide, sondern von Menschenhand geschaffene Heide handelt, ist das hier natürlich mittlerweile Naturschutzgebiet. Also Nebelwanderung, finde ich, haben auch immer irgendwie was Besonderes. Schon eine interessante Stimmung hier. Ja, bei dem ganzen Matsch hier heute kommt man irgendwie gar nicht vorwärts. Schafft man maximal die halbe Geschwindigkeit. Das ist nervig. Das kann mich echt so ein bisschen ärgern. Ich habe heute Morgen zu Hause noch überlegt, ob ich Gamaschen mitnehme oder nicht. Und ja, die hätte ich jetzt gebrauchen können. Meine Hose sieht aus wie Sau, weil bei den matschigen Wegen hier, naja, wenn ich morgen noch mal losgehe, werde ich sie mitnehmen. Die Halteraner Hexenbuchen im Nebel.
Ja, und endlich wird dann der Weg hier auch mal wieder ein bisschen schmaler. Und dadurch auch natürlich matschfreier, weil hier keine Maschinen fahren. Wenn man mal so in den nebligen Wald hineinschaut, dann meint man zwischendurch immer mal wieder, oh, da steht jemand, oder was ist das denn von Tier? Und dann kommt man näher und dann, ach, war nur eine Wurzel oder so ein halb abgestorbener Farn. Da kann man sich schon vorstellen, wie so manche Sagen entstanden sind. Ja, ungefähr die Hälfte der Strecke haben wir für heute. Hinter mir ist der Naturwildpark Granat. Ja, dann kann ich gleich das Navi umschalten und dann geht's auf den Rückweg nach Haltern. Ja, und da vorne wird es dann direkt wieder matschig. Habe ich lange nicht mehr gehabt. Wow, ist das hier grün vom Moos. Ja, und ich dachte gerade noch so, ob ich wohl am Fernsehturm vorbeikomme, der hier ist. Ja, und schon stehe ich davor. Ja, ich habe gerade ein bisschen Pause gemacht und Tee getrunken. Habe ich jetzt nicht gefilmt. Na, jetzt geht es erstmal auf so einem schmalen Pfad weiter. Passt mir ganz gut, weil hier ist nicht so viel Matsche. Das geht so. Ja, so langsam geht es auf 4 Uhr zu. Jetzt zieht langsam der Nebel wieder rein. Und es wird dunkler. Aber habe jetzt noch insgesamt 5,5 Kilometer. Und ich würde mal schätzen, die letzten 1,5 gehen in Haltern durch die Stadt. Also sollte ich das noch schaffen. Aber na, ich habe trotzdem noch eine Taschenlampe dabei. Also kein Problem. Ich habe gerade noch mal auf die Karte geschaut. Und ja, da vorne bin ich dann gleich schon in Sundern. Das gehört zu Haltern. Und von daher habe ich mir gedacht, ja, am Bahnhof verabschieden ist auch blöd. Dann verabschiede ich mich jetzt schon mal von euch. Ja, was soll ich sagen? Ist eigentlich eine schöne Tour, würde ich sagen. Bei gutem Wetter macht das bestimmt eine Menge Laune. Okay, man geht größtenteils durch den Wald, aber das dann auch noch recht schön, würde ich sagen. Auch der Rückweg, also mir gefällt der Rückweg eigentlich sogar besser. Oder der A-Weg, der gefällt mir eigentlich besser. Ja, nichtsdestotrotz bedanke mich fürs Zuschauen und ich sage dann mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.